Du kannst mich mal am... Oh, das darf ich ja nicht sagen. Kennen Sie das, dass Sie Wut auf jemanden haben, dass Sie die Schnauze voll haben von jemandem, dass Sie es ihm an den Kopf werfen wollen, aber natürlich wollen Sie nicht auf sein Niveau sinken. Wenn Sie es schon sagen, dann wollen Sie es freundlich und elegant, aber auch deutlich sagen. Und ich werde Ihnen zeigen, 5 Wege, wie Sie leck mich am, auf eine ganz diplomatische, freundliche Weise, aber dennoch deutlich transportieren. Martin Werle, mein Name, Buchautor und Karriereberater. Jetzt bin ich schon beim ersten Weg, den hat der Gerhard Schröder verwendet, als er abgewählt wurde als Bundeskanzler, als er abends in der Elefantenrunde mit den Chefredakteuren der öffentlich-rechtlichen Sender und den anderen Politikern saß. Da hat er sich sehr geärgert über die Umfragen vor der Wahl. Er war der Meinung, die seien nicht korrekt gewesen, die hätten die Wahl ungünstig für ihn beeinflusst. Das hat er mehrfach gesagt, die Chefredakteure widersprachen ihm. Und dann sagte er irgendwann in einer ziemlich kühlen Tonlage, die einen sagen so und die anderen sagen so. Das hieß übersetzt natürlich, das was ich sage und das was die meinen sagen, ist richtig. Und das was ihr sagt und eure Demografen sagen, das ist kompletter Unfug und ihr könnt mich mal am. Ein wunderbarer Satz, den Sie immer verwenden können, wenn Sie nicht mehr mit jemandem weiter diskutieren wollen. Wenn Sie den für indiskutabel halten, dann können Sie sagen, die einen sagen so und die anderen sagen so. Jetzt komme ich auf eine zweite Möglichkeit zu sprechen, wie Sie diesen berühmten Satz, du kannst mich mal am, freundlich ausdrücken können. Und zwar immer dann, wenn jemand eine Tonlage anschlägt, die Ihnen gar nicht gefällt. Wenn Sie jemand anpöbelt, wenn Sie jemand anbrüllt, wenn jemand Sie einfach nur runtermacht, dann können Sie folgenden Satz sagen, deine Tonlage ist nicht meine, ich verzichte darauf, den Dialog hier fortzusetzen. Deine Tonlage ist nicht meine heißt natürlich, ich habe und zeige Niveau und du tust es nicht und ich verzichte darauf, den Dialog hier fortzusetzen, heißt, geh zum Teufel, mit dir werde ich auf diesem Niveau nicht weitersprechen. Aber Sie haben es sehr freundlich gesagt und sind mit diesem Satz auf der sicheren Seite. Ich komme auf eine dritte Möglichkeit zu sprechen, und zwar immer dann, wenn Sie mit jemandem ein Verhältnis hatten, eine Beziehung hatten, wenn Sie mit jemandem gearbeitet haben, eine Freundschaft, was auch immer, wenn Sie merken, es hat einfach keinen Zweck mehr, weil der andere sich ungehörig verhält und weil Sie runtergemacht werden, weil Sie den Preis dafür bezahlen. Dann können Sie statt leck mich am sagen, ich sehe keinen gemeinsamen Nenner mehr für uns, weder in naher noch in ferner Zukunft. Das heißt auch wieder, geh zur Hölle, geh aus meinem Leben raus. Nahe und ferne Zukunft heißt, weder jetzt noch irgendwann, es ist für immer vorbei. Aber Sie haben es auf diese Weise sehr freundlich und sehr elegant gesagt. Und jetzt komme ich auf eine vierte Möglichkeit zu sprechen. Auch wieder, wenn Sie sagen, der Mensch muss aus meinem Leben raus. Da können Sie Folgendes statt leck mich am sagen, und zwar... Wir sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen, an dieser Kreuzung hier ändert sich das. Es ist wieder dasselbe Prinzip, Sie sagen nichts Negatives, Sie sagen nicht, unsere Wege trennen sich, Sie sagen, wir sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen, aber jetzt an dieser Kreuzung ändert sich das, heißt übersetzt, ab heute habe ich keine Lust mehr, mich mit dir abzugeben, geh du deiner Wege und ich gehe meiner Wege. Und jetzt noch eine fünfte Möglichkeit. Die ist jetzt schon etwas deutlicher. Ich finde sie aber angemessen, wenn man sich von jemandem loslösen will, wenn man jemandem sagen will, jetzt ist Schluss und jetzt will ich nicht mehr mit dir. Und zwar lautet diese Möglichkeit, statt leck mich am, können Sie sagen, es gibt sicher Menschen, die deine Persönlichkeit schätzen. Bitte zieh den Umgang mit ihnen künftig dem Umgang mit mir vor. Elegant gesagt, höflich gesagt, freundlich gesagt, das heißt natürlich übersetzt, ich schätze deinen Charakter überhaupt nicht und wenn es andere tun, ist es deren Sache, ich kann, Klammer auf, ich kann es mir kaum vorstellen, aber geh anderen auf den Wecker und geh nicht mehr mir auf den Wecker, denn ich habe die Nase voll davon. Bitte, bitte, teilen Sie dieses Video, ich glaube nämlich, wir brauchen einen freundlicheren Umgangston und ich glaube, viele nette Menschen, die sich scheuen, Grenzen zu setzen, die profitieren sehr von diesen 5 Sätzen. Bitte teilen Sie dieses Video mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Darüber freue ich mich sehr und wenn Sie den Kanal abonnieren mit Glocke, kriegen Sie immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich, Ihr Martin Werle.